Die Adenauer Allee in Bonn. Hier fuhren die Mächtigen der Welt vor. Von John F. Kennedy bis Gorbatschow. Von so viel Glanz, aber auch Macht erzählen nur wenige Straßen in Deutschland. Einstmals war sie nur ein holpriger Feldweg. Dann schrieb sie deutsche Nachkriegsgeschichte. Eine Straße in der rheinischen Provinz, die uns durch 40 Jahre deutscher Geschichte führt. Mit dem Koblenzer Tor beginnt die Reise über die Adenauer Allee. 1850 Meter Asphalt und eine krude Mischung aus prächtigen Stadtvillen und grauen Amtsstuben. Verborgen hinter Mauern verstecken sich die Amtssitze. Die Adenauer Allee war das Zuhause von 7 Bundeskanzlern und 6 Bundespräsidenten. Für 7000 Demonstrationen bot sie die passende Bühne, aber auch für 145 Staatsbesuche. Und alles begann mit Konrad Adenauer. Und der ist getrieben, hat der Bursche. Da fängt dann hier so an, ne? Köln, Bürgermeister und so weiter, Oberbürgermeister. Ja, das ist so sein Lebenslauf etwas hier. Der Kölner Dom, der war Bürgermeister, sieht das hier wieder. Weil er alles so getrieben hat. Kann man jetzt nicht mehr so erklären, weil das so ein bisschen verwaschen ist. Aber es soll sein Lebenslauf sein. Konrad Adenauers Lebenslauf ist eng mit der Geschichte der Straße verbunden. Als Präsident des Parlamentarischen Rats stellte er genau hier, nach dem Krieg, die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Bundesrepublik. Denn der Rat traf sich 1948 zum ersten Mal im Museum König. Der Fabrikantensohn Alexander König hatte es ab Anfang des 19. Jahrhunderts für seine private Tiersammlung bauen lassen. Mit der Gründung des Parlamentarischen Rats bekam das Naturkundemuseum eine neue Bestimmung. Dann stellte sich die Frage, wo setzen sich jetzt die Politiker, die jetzt über eine neue Verfassung beraten wollen, wo setzen die sich hin? Ja? Gibt es in der Stadt ein Gebäude, was nicht kaputt ist und was ein bisschen repräsentativ ist, schön aussieht und genug Platz hat, um diese Veranstaltung durchzuführen? Und da fiel die Wahl eben auf das Museum König. Im Lichthof des Museums, wo sich der Parlamentarische Rat traf, standen schon damals ausgestopfte Tiere. Fast alle ließen sich mühelos in andere Räume transportieren. Nur bei dem Fall der Giraffe, die Sie dort sehen, ja, ging das eben nicht, weil nämlich diese Giraffe, die auch seinerzeit hier in diesem Lichthof aufgestellt worden ist, die ist, wie man sehen kann, höher als alle umgebenden Bögen. Kippen konnte man sie auch nicht, weil die Beine durchgebrochen wären. Das heißt, die musste hier drin stehen bleiben. Und weil das natürlich eben zunächst mal peinlich war, hier mit dem ausgestopften Viech über eine neue Verfassung zu beraten, wurde sie dann tatsächlich mit dem Hinterteil so weit nach hinten gezogen, bis die Mauerkante an den Nacken anstieß. Nicht? Und weil das die Bonner wussten damals auch, hat sie hier eine gewisse lokale Berühmtheit erlangt, nicht? Als eben die Bundesgiraffe, die einzige Giraffe auf der Welt, die anwesend war bei dem Entstehen einer neuen Verfassung. Mit einem Festakt begingen die Ministerpräsidenten und Vertreter der Westalliierten den Eröffnungstag im Museum König. Das Ziel der nun folgenden Beratungen? Das Grundgesetz. Im Mai 1949 traf der Parlamentarische Rat eine folgenschwere Entscheidung über den Sitz der provisorischen Regierung. Es sollten erhalten Bonn 33,
Frankfurt 29. Bonn sollte jedoch nur eine Übergangslösung sein. So lange, bis die deutsche Einheit wiederhergestellt sei. Die Adenauer Allee und das Museum König blieben Schauplatz des politischen Geschehens. Aber es fehlte an passenden Amtsräumen. Deshalb bezog Adenauer als erster Bundeskanzler das ehemalige Büro des Zoologen Alexander König. Und hat also tatsächlich die ersten Monate von diesem Schreibtisch, von diesem Stuhl aus dort die Republik regiert. Bis dann das Palais Schaumburg, was uns ja auch schräg gegenüber liegt, bis das so weit hergerichtet war, dass es als endgültiges Kanzleramt damals dienen konnte. Auch die ersten Kabinettssitzungen fanden in diesem Raum statt. Die historischen Fotos zeigen, dass Adenauer alle diese und nach unserem Geschmack doch sehr schönen Bücherwände hier mit dem schönen Schnitzwerk, die hat er alle abhängen lassen mit grauem Flanell. Warum, wissen wir nicht. Ob das sein Geschmack war oder ob das vielleicht sogar wegen dieses gedämpften Stoffes irgendetwas mit Abhörschutz zu tun gehabt haben könnte, wissen wir nicht. Das Büro des Zoologen war dem Kanzler nicht repräsentativ genug. Es roch außerdem nach toten Tieren. Kein Wunder. Gleich nebenan hortete Alexander König 90.000 ausgestopfte Vögel. Und hier sehen Sie jetzt tatsächlich seine Vogelsammlung, wenn Sie so wollen, sein Allerheiligstes, auch noch im originalen Zustand. Ja? Mit diesen herrlichen alten Glasvitrinen. Da zur Tierpräparation angeblich Arsen verwendet wurde und dies in direkter Nähe zu seinem Arbeitsplatz, wollte Adenauer möglichst schnell ausziehen. Teile des Auswärtigen Amtes und auch des Bundeskanzleramtes arbeiteten bis Mitte der 50er Jahre weiter Tür an Tür mit den Tieren. Der Bundeskanzler zog im November 1949 in das Palais Schaumburg. Ein Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert, das der Düsseldorfer Architekt Hans Schwippert kurzfristig mit modernen Elementen umgebaut hatte. Ganz zum Missfallen von Konrad Adenauer. Der Hausherr bevorzugte es gediegen. Dem neuen Eingangsbereich bescheinigte er deshalb den Charme einer Tankstelle. Der Eingangsbereich, der hat dem Bundeskanzler nicht so sehr gefallen, der Aufgang. Und er hat den Aufgang auch nie benutzt, sondern er ist gleich, wenn man reinkommt, rechts den großen Flur durchgegangen, wo früher dann unten die sogenannten Hallsteinräume waren. Da saß Staatssekretär Hallstein und dann führte sein Weg die wunderschöne Treppe rauf. Die Inneneinrichtung unaufgeregt. So auch das Arbeitsmotto. Das war gleich zu Beginn. Da erinnere ich mich, dass er mir sagte, von Siegel, wenn alle verrückt spielen, bei uns bleibt es ruhig. Und das hat mir eine große Sicherheit gegeben. Oder aber auch, sagte er, von Siegel, Sie können schreiben, was Sie wollen. Nur bevor Sie einen Sinn ändern, fragen Sie mich. Neben den Diensträumen gab es im Palais Schaumburg eine kleine Wohnung, in der sich der Kanzler über Mittag ausruhen konnte. Das Haus an der Adenauer Allee 139 hatte schon vor Einzug des Bundeskanzlers eine bewegte Vergangenheit. Mitte des 19. Jahrhunderts war es von einem Aachener Tuchfabrikanten erbaut und gleich darauf von dem Millionär Helmut Löschig als Altersruhesitz übernommen worden. Dann verkaufte er an den Prinzen zu Schaumburg-Lippe. Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe war verheiratet mit der Schwester des letzten deutschen Kaisers, mit Prinzessin Victoria. Und hier wurde natürlich auch ein großes Haus geführt. Der Prinz starb dann aber und die Prinzessin hatte sich dann zurückgezogen ein wenig und sie war dann schon über 60 Jahre alt und verliebte sich in einen über 30 Jahre jüngeren Mann. Ein schicker, junger, russischer Adeliger, wie er behauptete. Und nachdem sie ihn kurz kennengelernt hat, hat sie ihn auch gleich geheiratet. Und das war ihr Unglück. Der russische Prinz entpuppte sich als mittelloser Heiratsschwindler. Die Prinzessin starb einsam in einem Hotelzimmer. Der Geldadel blieb an der Straße.
Adenauer Allee war die Koblenzer Straße, das war die Straße der Millionäre. Es gab 1904 in Bonn schon 153 Millionäre. Das war nicht immer so. Das Koblenzer Tor bildete die Grenze zur Innenstadt. Die stadtauswärts führende Koblenzer Straße, wie die Adenauer Allee damals noch hieß, galt noch Anfang des 19. Jahrhunderts als unattraktiv. Wiesen, Felder und Weinberge säumten die holprige Landstraße. Dementsprechend waren die Grundstücke hier noch billiger als in der Stadt. Der erste prominente Bauherr war 1818 der Schriftsteller Ernst Moritz Arndt, der als Professor an die Bonner Universität gerufen worden war. Im Vergleich zu den später entstandenen Rheinvillen war das Arndthaus noch bescheiden. Damals war es der Vater Rhein, der die Menschen angezogen hat. Und wenn man was auf sich hielt, hatte man ein Sommerhaus, einen Altersruhesitz oder überhaupt ein Haus am Rhein. Der Beginn einer neuen Ära an der Adenauer Allee. Ab jetzt war es vorbei mit der Bescheidenheit. Prachtbauten wie die Villa Hammerschmidt demonstrierten das Selbstbewusstsein ihrer Bauherren. Als es nach dem Krieg an repräsentativen Gebäuden für die junge Bundesrepublik fehlte, wurde sie als Amtssitz für den ersten Bundespräsidenten umgenutzt. Das Weiße Haus am Rhein entsprach nicht ganz dem Geschmack von Theodor Heuss. Die beiden Türme empfand er als Zuckerbäckerstil und ließ sie kurzerhand abschlagen. Nicht alle Ämter und Ministerien konnten so mühelos untergebracht werden. Es musste gebaut werden. Als erstes 1954 das Postministerium. Ein benachbartes Bürgerhaus aus dem 19. Jahrhundert diente als Erweiterung. Dem Ansturm der Sekretärinnen und Beamten war die Adenauer Allee kaum gewachsen. Man arbeitete auf kleinstem Raum. Ein Jahr nach dem Postministerium entstand, nur wenige Meter weiter, das Auswärtige Amt. Für seinen Bau mussten mehrere alte Villen abgerissen werden. Mit 992 Büros war es das größte Verwaltungsgebäude der Bundesrepublik. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich zu denjenigen gehörte, die da einzogen in ein feuchtes Gebäude. Die Türen und die Fenster klemmten noch. Und wir sagten immer, wir hätten das Auswärtige Amt erstmal trocken gewohnt. Die Architektur war bewusst schlicht und einfach gehalten. Kein Bau für die Ewigkeit. Dennoch glaubte man an eine baldige Wiedervereinigung. Es war für die damaligen Verhältnisse ein modernes Gebäude, das allerdings sehr einem Gefängnis glich. Es waren lange, endlos lange Flure und mit grauem Linoleumboden und grauen Türen. Also ein auswärtiges Amt, das stellt man sich vielleicht ein bisschen etwas Feineres vor, aber das war es gar nicht. Es war ein richtiger Zweckbau. Nicht fein, aber funktional. Glanz und Glamour brachten Diplomaten und Botschaftsangehörige auf die bis dahin etwas verschlafene Straße. Im Volksmund wurde sie deshalb Diplomatenrennbahn getauft. Das war schon beeindruckend, weil das so tolle Autos waren. Ich weiß, mein Vater noch, der hatte noch so ein DKW, der war so halb aus Pappe. Und dann fuhren auf einmal diese Mercedes 300 darum in Schwarz und zum Teil als Cabrio. Das hat uns Jungs schon imponiert, das muss ich sagen. Und wenn wir wussten, es kommt da jemand, dann sind wir auch hierher spaziert und haben uns hier hingestellt und geguckt. Ab 1954 rollten Regierungschefs, Staatsoberhäupter und gekrönte Häupter über die Adenauer Allee. Die große Welt kam zu Gast und die Bonner genossen das kostenlose Spektakel. Aber Elisabethchen kam nicht, unsere englische Königin da. Da standen wir Kinder an der Straße, das war mit Fähnchen, ne? Und immer noch damals so gewesen.
Bonn und vor allem die Adenauerallee wurden zum Schauplatz der großen Politik. Bei jedem Staatsbesuch mit dabei die weißen Mäuse, der Begleitschutz der Mächtigen. Beim Staatsbesuch bekam man eine weiße Jacke, ähnlich einer Kellnerjacke, aber schön weiß mit einem Landeswappen drauf. Und man trug ein weißes Koppel. Und jeder wusste, aha, ist Staatsbesuch, die Wiese Müs sind wieder da. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Bonner Motorradstaffel auf 60 Fahrer an. Kein Job für schwache Nerven. Wenn ich natürlich nur 30 cm Abstand zu dem Vordermann habe, dann ist das relativ schwierig. Man muss sich unwahrscheinlich auf seinen Vordermann verlassen können. Man sieht auch nichts, man sieht seinen Helm und man sieht hinten das Kuchenblech, das Kennzeichen und das Stopplicht und alle Dinge nimmt man sonst nicht wahr. Und dann fährt man in einer Geschwindigkeit, die ja teilweise auch über 100, 110 war, auf der Autobahn und dann ist vollste Konzentration gefordert. 1965 gaben sich Queen Elizabeth und Prinz Philipp auf der Adenauerallee die Ehre. Allein 20.000 Winkefähnchen waren an die Bonner verteilt worden. Für ihren 11-tägigen Besuch scheute man weder Kosten noch Mühen. Bedeutete er doch die internationale Anerkennung der jungen Bundesrepublik. Die Villa Hammerschmidt, wo die Queen kurz nach ihrer Ankunft von Bundespräsident Lübcke empfangen wurde, bot den repräsentativen Rahmen. Im Erdgeschoss der Villa befanden sich mehrere Empfangsräume und ein Speisesaal für kleinere Essen, die von einem nahegelegenen Hotel geliefert wurden. Mittig sitzt dann der Bundespräsident mit dem Staatsgast. Ich sage immer gern, wenn man, je weiter man weg vom Bundespräsidenten sitzt, desto niedriger ist auch der Rang. Ja, und die Herrschaft, die Diener kommen dann durch diese Tapetentüren und servieren wie in einem Schloss. Dahinter eben der Küchenbereich, wo man anrichten konnte. Ja, und je nach Größe der Gesellschaft konnte man eben die Tische dann verkleinern und das ist bis heute so geblieben. Und man hat eben von hier auch schon einen wunderbaren Blick auf den Rhein. Für die Bonner waren die Staatsbesuche einer der wenigen Berührungspunkte mit der großen Politik. Den vielen Zugereisten aus Ministerien und Behörden standen die Bönschen in den ersten Jahren skeptisch gegenüber. Das Regierungsviertel im Umkreis der Adenauerallee war mit einem Mal elegant geworden. Vorbei war es mit dem etwas ländlichen Charme. Fast allabendlich traf man sich zum Sektempfang. In der Anfangszeit, man musste geputzte Schuhe haben, dunklen Anzug und freundliches Gesicht. Und man ging dahin und dahin und dahin, Kampf überall rein. Da gab es noch keine Sicherheit, man musste keinen Ausweis zeigen oder was. Und dann kamen ja die ersten Empfänge bei den Landesvertretungen, auch die ersten Botschaften, die sich da ein Domizil, die ägyptische und große Feste in den Parks und alles. Und die livrierten Diener kamen mit großen Tabletts, mit Whisky und Wodka und andere Getränke, die man gar nicht so kannte. Das war immer genussvoll. Bei den Marokkanern war immer ein riesen Bottich aufgebaut. Da gab es die ersten marokkanischen Apfelsinen, die man sich dann am Schluss mitnehmen konnte. Bei den Saudis gab es Süßigkeiten, die man mitnehmen konnte. Und auch während dem und Vorführungen. Das war ja alles neue Welt. Da kam die andere Welt nach Bonn sozusagen. Kommt ins Paradies, denn Bonn war eine eigenartige Mischung aus provinziell und weltstädtisch. Es ging ja der alte Spruch, der ICE, der Hauptbahnhof in Bonn ist sehr schön, vor allem wenn man dort in den Zug einsteigt. Also die Leute sind dann immer sehr schnell am Wochenende verschwunden. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass man da, wenn man das nicht tat, sehr viel näher dran war und sehr viel intensiver auch mit der Bevölkerung in Kontakt kam, als das heute in Berlin der Fall ist. Unser Bundeshäuschen kommt
ins Paradies. Im kleinen Bonn lief man sich fast zwangsläufig über den Weg. In unserem Bundeshäuschen. Wir haben Töpfer zum Beispiel, ich Karten spielen. Ne? Wir saßen zusammen in der Sauna. Weizsäcker zum Beispiel, saßen in Godesberg zusammen in der Sauna. Im Bundesdorf, wie die provisorische Hauptstadt mit leichtem Spott genannt wurde, teilten Politiker und Journalisten nicht nur das Tagesgeschäft, sondern trafen sich auch ganz selbstverständlich nach Feierabend. Da wurde regiert, aber es war eine Familie, die dort lebte. Man spielte Fußball zusammen unten, eine Sportgemeinschaft gab es vom Bundestag. Es war alles familiär, sagen wir mal so. Gelassen ging man auch mit möglichen Bedrohungen von außen um. Die Zugänge zum Palais Schaumburg und zur Villa Hammerschmidt waren zwar sowohl von der Straßen- als auch von der Rheinseite her bewacht, doch niemand rechnete ernsthaft mit Anschlägen. Dort war nicht sehr bewacht. Also die Regierung selber nicht. Eins, was bewacht war, waren die Botschaften teilweise, Israel und so weiter. Ne? Aber die Bonner Sachen, die waren lauter Franketenpolizisten. Aber bewacht war das hier beim Haus hinten rum. Dem habe ich ja die Brötchen gebacken und er hat sie ihm gebracht. Und samstags fuhr ich noch hin. Da ging hinten rum, da war die Baupolizei. Ne? Auch die Straße selber ähnelte nicht gerade einem Hochsicherheitstrakt. Sie blieb immer eine ganz normale Straße. Wir sind ins Palais Schaumburg gegangen, ohne dass man einen Ausweis vorgezeigt hätte. Die Soldaten, die da standen, die winkten uns zu. Keine Ausweiskontrolle, gar nichts. Das ist alles sehr viel später, musste später erst eingeführt werden, als es dann eben auch unsicherer wurde. Im Palais Schaumburg gab es noch nicht einmal einen Luftschutzkeller. Konrad Adenauer pflegte eine familiäre Atmosphäre. Sein Amtssitz diente immer wieder auch als Schauplatz von persönlichen Festen. Seinen Geburtstag am 5. Januar feierte er alljährlich im Kreise der Familie. Zu runden Geburtstagen lief die halbe Republik auf. Dann begann die glanzvollste Gratulationskur, welche die Bundeshauptstadt je erlebte. Zur besonderen Freude des greisen Kanzlers waren auch seine Enkelkinder gekommen, um ihrem Opa Blumen zu bringen. Es gab Sekt und ich weiß noch, wie wir Kinder dann so Sektgläser umstießen, die auf den Fenster weggestanden. Und Sigismund von Braun als Protokollchef sich darüber aufregte, dass die Adenauer-Enkel so viel kaputt machten. Konrad Adenauer galt als Symbol und Vaterfigur der jungen Republik. Über 14 Jahre lenkte er von seiner Straße aus die Geschicke des Staates. Es war schon sehr gut und mein Großvater wusste zu repräsentieren. Also es hat ihm nach ihm keiner mehr so gekonnt und gemacht. Ne? Am 19. April 1967 endete eine ganze Ära. Konrad Adenauer starb im Alter von 91 Jahren. Tag und Nacht standen die Trauernden Schlange bis weit auf die Straße hinaus, um ihrem Kanzler die letzte Ehre zu erweisen. Die Feierlichkeiten entwickelten sich zu einem medialen Großereignis, wie man es vorher noch nicht erlebt hatte. Das war ein ganz, ganz bewegendes Erlebnis. Allein, er war ja dann im Palais Schaumburg aufgebahrt. Die Frist wurde mehrfach verlängert, weil einfach unendlich viele, viele Menschen Abschied nehmen wollten. 120.000 Trauernde kamen auf die Adenauer Allee. Zu Ehren des Verstorbenen wurde die Koblenzer Straße 1967 umbenannt in Adenauer Allee. Ohne Adenauer wäre die provisorische Hauptstadt vielleicht niemals an den Rhein gekommen. Die Straße wäre ein ganz normaler Verkehrsweg geblieben.
In den 60er Jahren bekam die Adenauer Allee einen moderneren Anstrich. Bonn war zwar als Provisorium gedacht, musste aber funktionieren. Und Bundeskanzler Ludwig Erhard hatte noch nicht einmal eine Dienstwohnung. Sein neues Zuhause ließ er im Park des Palais Schaumburg bauen. Ganz im Stil der neuen Zeit. Sachlich und bescheiden. Sein einziger Luxus? Ein kleiner Pool im Atrium, der dem Gebäude den Spitznamen Palais Schaumbad einbrachte. Wie üblich muss ich einen Schlüssel übergeben. Er ist nicht in Gold, denn das wäre gegen Ihre Parolen. Hier ist, glaube ich, sind alle Voraussetzungen gegeben, um fruchtbar zu arbeiten. Doch der Bau blieb ein Ungeliebter. Kaum ein Kanzler, der sich in ihm wohlgefühlt hätte. Der Geist der neuen Zeit zeigte sich rechts und links der Straße auch an anderen Gebäuden, zum Beispiel an der Universitäts- und Landesbibliothek. Gemeinsam mit dem Juridikum schräg gegenüber wollte man dem alten Stadtbild in den 60ern ein neues Gesicht verpassen. Da die Straßenbahn, die damals noch über die stark befahrene Adenauer Allee fuhr, nicht so recht ins Bild einer modernen Hauptstadt passte, beschloss die Stadt Bonn 1967 ein neues Verkehrskonzept. Spätestens beim Blick in die tiefen Baugruben der neuen unterirdischen Straßenbahn mag es dem Bonner aufstoßen, dass die alten Zeiten endgültig vorbei sind. Die neuen Zeiten spürte man auch im Museum König, wo längst wieder die Tiere zu Hause waren. Genau vor diesen Fenstern zur Straße hin, zur Adenauerallee hin, wurden die Stoßrammen eingerammt, ja, mit diesen riesigen eisernen Spundwände, mit einer Ramme eingerammt. Das hat so geknallt und auch vibriert, dass uns in den Schränken die Gläser getanzt haben, zum Teil umgefallen sind, zerbrochen sind, der Alkohol rausgelaufen. Also das war schon Stress damals, die Baustelle der U-Bahn. In den 60er Jahren schien die provisorische Hauptstadt aus allen Nähten zu platzen. Der Glaube an eine baldige Wiedervereinigung schwand still und leise. Bonn baut. Als geheime Verschlusssache kursieren bei der Bundesregierung Pläne für ein neues Regierungsviertel, das mit seinen Hochhäusern und Straßentrajekten das Gesicht der Stadt radikal verändern wird. Das Abgeordnetenhaus setzte ein Zeichen am Himmel. Am anderen Ende der Adenauer Allee meldete sich die neue Generation lautstark zu Wort. Auf der Hofgartenwiese an der Uni wurde heftig gegen die Politik der Bundesrepublik demonstriert. Gegen die Notstandsgesetze zum Beispiel, mit denen im Krisenfall das Grundgesetz geändert werden konnte. Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält. Anfang der 70er Jahre änderte sich die Bedrohungslage in Deutschland. Der RAF-Terror begann. Der Staat musste sich schützen. Eine moderne Regierungszentrale am Ende der Straße sollte das altmodische Palais Schaumburg ersetzen. Der schmucklose Bau mit seinen 56.000 Quadratmetern glich eher einer Festung. Das neue Kanzleramt war mit einem hochmodernen Krisenzentrum, einem abhörsicheren NATO-Saal und sogar mit einer unterirdischen Bunkeranlage ausgestattet. Es gab Platz für 500 Personen. Auf der Adenauer Allee sorgten Bundesgrenzschutz, BKA und die Bonner Polizei für Sicherheit. Mit der Idylle der Gründerjahre war es vorbei. Da wurde dann hier alles abgesperrt und da liefen dauernd hier mit Maschinenpistolen ausgestattete Doppelstreifen hier da lang und so weiter. Was für uns natürlich auch irgendwo schon ein psychologischer Sicherheitsfaktor war. Ich sage, hier wird nicht viel passieren bei der Bewachung jetzt, nicht? Und das war aber nach dem schleierharten Tag.
Die Adenauer Allee spiegelte nun nicht mehr nur die Erfolge der Bundesrepublik, sondern auch deren Ängste. Zum Beispiel die Angst vor der atomaren Bedrohung. Im Oktober 1981 demonstrierten 300.000 Menschen auf der Hofgartenwiese. Zwei Jahre später waren es 500.000 Demonstranten, die mit Bussen und Sonderzügen in Bonn anrückten, um gegen die geplante Stationierung neuer Atomraketen zu protestieren. Zeitgleich gingen auch in anderen deutschen Städten Rüstungsgegner auf die Straße. Um Ausschreitungen zu vermeiden, war der friedliche Protest wochenlang geübt worden. Also es war ja nicht nur hier die Demo, sondern das war ja ein riesiger Sternmarsch. Das heißt, es gab eigentlich 5 Demos oder so, also an 5 verschiedenen Stellen außerhalb der Stadt hatte man sich gesammelt. Man hatte das Gefühl, wir haben die ganze Stadt im Moment in Beschlag genommen. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Nur im Regierungsviertel auf der Adenauer Allee blieb alles ruhig. Denn das gehörte zur Bannmeile. Die befürchteten Krawalle und Ausschreitungen blieben aus. Die Demo hatte stattdessen Volksfestcharakter. Miteinander für die Mehrheit unseres Volkes. Willy Brandt meint, wir brauchen nicht mehr, aber weniger Massenvernichtungsmittel. Ich meine, wir brauchen keine. Da waren wir natürlich nicht als weiße Mäuse da, als Verkehrspolizisten. Das war natürlich so eine riesige Menschenmasse, die für uns kleine Stadt unvorstellbar war. Und erstaunlicherweise passe ich da noch so einigermaßen rein. Ja, jetzt bin ich hier der Friedensveteran mit der ganzen Buttonsammlung. Damals waren natürlich nur 2, 3 Buttons dran oder 4 höchstens. Dass jetzt zu viele dran sind, das ist dann erst später passiert. Die Proteste gegen die Nachrüstung blieben zwar erfolglos, doch der Zeitgeist hatte sich gedreht. Die Sorge um den Frieden erreichte auch die Adenauer Allee in Form von konkreter Politik. 1983 zogen die Grünen in den Deutschen Bundestag ein. Ihren Platz mussten sie sich erst mühsam erkämpfen. Da niemand mit einer vierten Fraktion gerechnet hatte, gab es keine Räume mehr im ohnehin schon beengten Regierungsviertel. Damals war das eine ganz neue Erfahrung, dass da plötzlich eine neue Fraktion in den Deutschen Bundestag einzog. Das hatte es jahrzehntelang nicht gegeben. Und deswegen hatte natürlich auch niemand vorgesorgt. Wir haben die ersten Fraktionssitzungen dann aber auch aus Protest im Tulpenfeld auf der Wiese gemacht, weil uns kein vernünftiger Saal zur Verfügung gestellt wurde. Und deswegen wurde dann in aller Eile wurden ein paar Etagen in diesem Tulpenfeld, im Hochhaus Tulpenfeld, leergeräumt. Wir kriegten unten einen Fraktionssaal, einen Fraktionssitzungssaal und mussten richtig darum kämpfen. Keine 2 Jahre hatte Helmut Kohl den Grünen gegeben. Doch die Grünen blieben. Und Helmut Kohl auch. Das Bonner Provisorium schien längst keines mehr zu sein. Mit neuen großen Bauprojekten besiegelte man den Status der Hauptstadt. Einen Steinwurf vom neuen Kanzleramt entstand, nach einer Idee von Helmut Schmidt, die Bundeskunsthalle. Die Bauarbeiten begannen jedoch erst kurz vor Mauerfall, im Oktober 1989. Ebenfalls 1989 entstand, in unmittelbarer Nachbarschaft, das Haus der Geschichte.
eine Idee von Helmut Kohl. Es soll die wichtigsten Stationen deutscher Geschichte zeigen. Von den Anfängen der Republik 1945 bis in die Gegenwart. In weiten Teilen die Geschichte der Adenauerallee. Das eine Ende der Straße gehörte der Politik, das andere immer schon auch dem Universitätsbetrieb. 1841 wurde an der Friedrich-Wilhelm-Universität die christliche Studentenverbindung Bonner Wingolf gegründet. Seit 1930 dient das Haus an der Adenauerallee als Verbindungshaus. Im Kneippsaal auf der ersten Etage treffen sich die ausschließlich männlichen Studenten zum Austausch oder zum Feiern. Ohne Trinkzwang und ohne Duell. Man hat es im Endeffekt nicht weit zum Palais Schaumburg oder zum Kanzlerbungalow, zum Rhein oder zum Haus der Geschichte, um eben auch an diesen geschichtsträchtigen Orten zu arbeiten oder eben sich diese Orte anzuschauen. Und man hat dann schon eine besondere Atmosphäre hier, wenn man weiß, was hier früher gewesen ist. Tradition verbindet. Bei allen gemeinsamen Aktivitäten tragen die Studenten ein Band, das sie ein Leben lang behalten. Auf unserem Band sieht man die Farben unserer Verbindung, das Schwarz, Weiß und Gold. Diese Farben trägt unsere Verbindung schon jeher, also seit ihrer Gründung. Und dieses Band ist für uns ein Zeichen für unsere Mitgliedschaft in dieser Vereinigung. Das ist ein Symbol, das wir auch nach außen hin tragen oder eben halt in unserer Gemeinschaft tragen, um eben zu vergegenwärtigen, dass wir eben zusammengehören. Über 200 Mietanfragen bekommt der Bonner Wingolf pro Semester. Kein Wunder in einer Studentenstadt wie Bonn, in der Wohnraum immer schon knapp war. Doch das Haus soll mehr sein als nur bloße Unterkunft. Es ist einfach so ein Ort, wo sich irgendwie nichts verändert und was so eine gewisse Konstanz, so würde ich sagen, hat und wo man immer wieder zurückkommen kann, weil das Haus ist ja auch immer dein Haus. Also man kann ja auch, wenn man nicht mehr hier aktiver Student ist, immer wieder hierhin zurückgehen, einfach weil man weiß, das ist unser Haus und das gehört mir mit und hier bin ich immer willkommen. Und dieses Band zeigt halt, es ist immer noch genauso wie damals und hier weiß ich ganz genau, woran ich bin. Für die Ewigkeit gedacht schien in den 80er Jahren auch das Regierungsviertel an der Adenauerallee. Ein vereintes Deutschland schien weit entfernt. Der Witz der Geschichte war ja, dass genau just in dem Moment, wo dann die Wiedervereinigung kam, beschlossen worden war und in die Wege geleitet worden war, Bonn vom Provisorium zu der endgültigen Hauptstadt zu machen. Der Bau des Plenarsaals beispielsweise, der in den 80er Jahren ja dann losging. Die ganzen Ministerien bauten neu. Und just in dem Moment, wo das alles in die Wege geleitet wurde, wo der Schürmannbau zum Beispiel gebaut wurde, da war es aus mit Bonn. Im Mai 1990 wurde im Palais Schaumburg die Sozial- und Wirtschaftsunion des geteilten Deutschlands vollzogen. Dies ist eine historische Stunde im Leben der deutschen Nation. Die Unterzeichnung dieses Staatsvertrags ist ein denkwürdiges Ereignis für die Deutschen, aber auch für die Europäer. Nur wenige Monate später war die deutsche Einheit besiegelt. Das habe ich also mit ganz, ganz großer Anteilnahme erlebt. Denn ich kann mich an ein Gespräch mit Adenauer erinnern, der mir irgendeinmal sagte, von Siegel, die Vereinigung kommt. Das ist eine Frage der Zeit. Ich werde es nicht mehr erleben. Ich hoffe, Sie erleben es noch. Denn wo Freiheit und Unfreiheit aufeinandertreffen, da entwickelt die Freiheit ihren Sog.
Und an dieses Wort musste ich denken, als es dann zur Vereinigung kam. Über 40 Jahre war die Adenauer Allee die Straße der Macht gewesen. Aber wo sollte die Regierung des wiedervereinten Deutschlands nun arbeiten? Im Juni 1991 fiel die Entscheidung. Für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands, Berlin-Antrag, 337 Stimmen, Enthaltung 2. Eine Entscheidung, mit der in Bonn fast niemand gerechnet hatte. Absolut bestürzt. Also es war vorher Musik, ein Jazzband hat gespielt und ich war auch davon überzeugt und viele Bonner, wir hatten ja auch ein bisschen gekämpft, wir hatten die Aufkleber am Auto, ja zu Bonn, und das war nun schon ein Schock. Ich habe jetzt noch auf das Schild ja zu Bonn im Auto kleben, ja. Von damals. Ja. Und ja, ich fand es einfach irgendwie damals schade, weil ich eben auch meinte, dass eben Bonn durch seine Kleinheit im Verhältnis dann zum Land, nicht, auch ein positives Symbol ausgesandt hat. Als einzige deutsche Stadt durfte sich Bonn von nun an Bundesstadt nennen. 1999 zog das Parlament nach Berlin. Doch Teile von Ministerien blieben an der Adenauer Allee. Die Straße hat sich so gesehen nicht verändert. Das ist so geblieben. Die Behörden sind weggegangen, zum Teil kamen aber neue Behörden, auch in die Adenauerallee. Es ist ja auch immer noch Zweitsitz, zum Beispiel hier auch immer noch, vom Bundespräsident. Eine Fahne auf dem Dach zeigt an, ob der Bundespräsident zu Besuch in Bonn ist. Wenn er nicht da ist, hat das Haus eine andere Bestimmung. Einer der Empfangsräume dient als Trauzimmer. Wie schon in den Anfangszeiten der Republik weiß sich Bonn auch heute zu helfen. Ein Hauch von Hauptstadt ist geblieben. Ein frischer Wind hinzugekommen. Das war eine gute Entscheidung, die UNO hier nach Bonn zu holen. Dieses ganze Zentrum da unten, das sind ja alles Büros. Man hat gedacht, das Regierungsviertel würde leer werden. Aber ist ja die Deutsche Welle, die ist ja noch da. Dann ist dieses Posttower, der Posttower da und die UNO-Leute, die da alle sind. Bonn ist lebendig geblieben. Die Adenauer Allee. Vom holprigen Feldweg über die Straße der Macht zum Lehrweg der Geschichte.